herzlich willkommen zum heutigen Abend, wo wir darüber diskutieren werden, welche Verantwortung die Großverteiler im Ernährungssystem tragen. Also es wird sicher ein sehr spannender Abend und schon mal herzlichen Dank, dass ihr alle die Zeit genommen habt und da seid. Und auch herzlichen Dank an euch für die Zeit und für das Dasein. Heute ist der 25. September. Es ist genau ein Jahr her seit der Abstimmung zur Initiative gegen Massentierhaltung. Dieses Datum ist mit sehr viel Enttäuschung verbunden, wie für euch wahrscheinlich auch. Enttäuschung, dass die Mehrheit der Stimmbevölkerung, der Schweizer Stimmbevölkerung, gegen die Initiative gestimmt hat und dass eigentlich das Tierwohl keine höhere Priorität hat im Ernährungssystem. Gleichzeitig ist dieses Datum aber auch mit viel Erfolge verbunden und auf diese möchte ich auch zurückkommen, weil das auch wichtig ist zu sagen. Erstens mal haben 37% für die Initiative gestimmt, also das sind mehr als 1 Million Leute, die, für die das Tierwohl eine höhere Priorität hat und das sind trotzdem viele Leute, also 1 Million Menschen ist eine stolze Zahl. Der Bundesrat hat auch einen Gegenentwurf formuliert, also ist auch dort klar, dass im Ernährungssystem Handlungsbedarf, dass es dort Handlungsbedarf gibt und dieses ist auch ein sehr starkes Zeichen für die Tiere und für das Tierwohl. Der gesellschaftliche Diskurs wurde auch monatelang durch die Initiative geprägt, also die Medien waren voll mit Recherchen, mit Testimonials und mit ganz vielen, also sie haben eine große Aufklärungsarbeit geleistet und waren auch sehr positiv für die Initiative gestimmt. Und ganz viele Menschen, also hunderte von tausend von Menschen, haben sich die Frage gestellt, was bedeutet mein Konsum für Menschen, für Tiere und für die Umwelt? Und das ist auch ein sehr großer Erfolg. Außerdem durfte die Initiative von ganz verschiedenen und diversen Organisationen unterstützt werden. Wir hatten Landwirtschaftsorganisationen, wir hatten Umweltorganisationen und natürlich Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen. Und diese Initiative hat wirklich ganz viele Organisationen zusammengebracht und sozusagen eine Allianz gegen Massentierhaltung kreiert. Und auf dieser Allianz können wir wählen und können wir auch aufbauen. Ein paar Monate vor der Abstimmung haben wir zusammen mit vier Pfoten, die auch da sind heute Abend, und Greenpeace und der Fondation Franz Weber und zusammen mit über 11.000 Menschen Forderungen an die Großverteiler angebracht. Dort ging es um Tierwohlforderungen, also dass die Großverteiler ihre Verantwortung wahrnehmen in Sachen Tierwohl. Die Antwort der Großverteiler war, ja, wir können gerne darüber sprechen, aber erst nach der Abstimmung. Und jetzt ist nach der Abstimmung. Unsere Forderungen sind natürlich immer noch da und immer noch brennend. Und jetzt sind wir wieder zusammen mit den Trägerorganisationen auf die Großverteiler zugegangen und haben dort noch konkretere Forderungen angebracht. Nach dem Motto, vom Gute mehr und vom Schlachter weniger. Also wir wollen, dass die Großverteiler aktiv die Produkte fördern, die tierleidfrei sind oder tierleidfreier und aktiv Produkte aus ihrem Sortiment also reduzieren und dann, eben, und dann auch rausnehmen, die tierleidvoll sind. Und die Großverteiler haben uns zugesagt, also sie sind einverstanden, dass wir zusammen an einen Tisch setzen können und dies besprechen können, aber hinter den Kulissen. Und deshalb ist hier auch symbolisch der leere Stuhl. Die Großverteiler konnten leider nicht kommen, sei es aus Agendagründen oder einfach auch aus Gründen, weil es publik ist. Genau. Ich habe hier eigentlich genug geredet. Ich übergebe dann bald auch das Wort an Claudia. Herzlichen Dank nochmal. Wir werden das Programm vom heutigen Abend, wir werden zuerst die Podiumdiskussion haben, dann wird Claudia auch die Diskussion öffnen. Ihr könnt dann eure Fragen stellen, also ihr könnt euch während der Diskussionen auch schon überlegen und eure Fragen merken und danach können wir die Diskussion auch noch erweitern und mit einem Apéro diskutieren und genießen.
Ich übergebe dir sehr gerne das Wort und herzlichen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank für diese Einführung und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Naomi hat schon gesagt, ein Stuhl ist leer, ich begrüße aber trotzdem die Großverteiler, die so ein bisschen der Elefant im Raum sind und wir möchten den auch ansprechen, es ist klar, dass er nicht antworten kann hier. Aber neben dem leeren Stuhl haben wir Kurt Brunner. Kurt Brunner ist Meisterlandwirt, er ist Mitbetriebsleiter des Haldenhof Hallwil, ein Hof, der Tiere und so weiter, also verschiedene Produkte hat. Und vielleicht steht ein Zitat von seiner Website am besten für sein Verständnis von diesem Verhältnis Großverteiler, Produzenten. Es geht so um die Labels, also um Bio oder um Demeter. Und da sagt er, seit diese Label von den Großverteilern mehr und mehr vereinnahmt werden, konzentrieren wir uns weniger auf ein Label als vielmehr auf unser wahrhaftiges und nachhaltiges Bewirtschaften auf dem Hof. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Funktioniert mein Mikrofon noch? Ja. Okay. Dann auf der anderen Seite haben wir Julia Fischer. Sie wurde schon kurz vorgestellt von Vier Pfoten, also Kampagnenmanagerin Nutztiere und Ernährung bei Vier Pfoten, aber ehemals Co-Kampagnenleiterin der Initiative gegen Masttierhaltung und eben auch beteiligt bei Tierwohl jetzt und diesen nachgelagerten Kampagnen. Und dann auf der Neben Julia Fischer haben wir Stefan Flückiger. Er ist jetzt geschäftsführender Präsident von Faire Märkte Schweiz, einer Organisation, die sich für Fairness in diesem landwirtschaftlichen Marktsystem einsetzt. Ursprünglich Landwirt, dann an der ETH Agrarökonom studiert, verschiedene Stationen absolviert bei BioSwiss, zum Beispiel beim Schweizerischen Tierschutz und auch mal bei der Mikro in der Nachhaltigkeitskommunikation. Also vielleicht doch auch noch diese Perspektive. Mein Name ist Claudia Sidioni und ich freue mich hier eine Diskussion zu führen. Wir führen die auf Hochdeutsch, weil das ja auch übertragen wird und später online verfügbar sein wird. Naomi hat es schon gesagt, es ist ein trauriger Tag, die Abstimmung ging verloren vor einem Jahr. 1 Million Menschen haben aber durch ihre Stimmabgabe gezeigt, dass sie nicht einverstanden sind, wie mit Nutztieren umgegangen wird in der Schweiz. Und diese 1 Million Menschen hätten ja auch etwas verändern können als Konsumentinnen und Konsumenten in der Zeit. Respektive die Großverteiler hätten auf dieses Resultat reagieren können und selbst etwas verändern in ihrem Angebot oder ihrem Umgang mit gewissen Produkten. Wie sieht es denn aus in Sachen Tierwohl? Wo stehen wir ein Jahr nachher? Vielleicht würden Sie anfangen, Julia Fischer. Ja, gerne. Ich glaube, wir von Vier Pfoten, oder aus Sicht von Vier Pfoten kann man sagen, wir stehen noch am gleichen Ort. In diesem letzten Jahr, ich habe echt auch auf dem Weg hierher mir noch ein bisschen so durch den Kopf gehen lassen, wie es sich angefühlt hat vor einem Jahr und wo wir jetzt sind. Und ich glaube, große Schritte, das sind wir wahrscheinlich alle einig, sind nicht passiert im letzten Jahr. Was wir aber gesehen haben, ist zum Beispiel die Klimastrategie für Ernährung und Landwirtschaft des Bundes ist vor kurzem rausgekommen, wo klar nochmals statiert wird, weniger Fleisch, mehr pflanzliche Produkte bis 2050, da muss sich wahnsinnig viel verändern. Also insofern, darüber sind sich irgendwo immer noch alle oder viele Akteure einig. Und gleichzeitig würde ich sagen, Sie haben es vorher gerade angesprochen, es wird die ganze Zeit so auf den Konsumierenden den Fokus gelegt. Da müssen die Veränderungen stattfinden. Also das hat man jetzt auch gerade in der Klimastrategie wiederum diese Betonung gesehen. Und eben deshalb bin ich froh, heute diesen Stuhl hier zu haben, weil wir einfach ganz klar wissen, dass der große Elefant im Raum hat aber eben genau große Macht, da die Hebel zu wirken. Und das ist ein Teil unserer Arbeit bei Vier Pfoten und zum anderen haben wir uns entschieden, nun einfach uns sehr punktuell
für die Tiere weiterhin einzusetzen und punktuell möglichst Veränderungen, gerade bei den Haltungsbedingungen für die Tiere, uns einzusetzen. Genau. Wie sieht es denn konkret aus jetzt als Landwirt? Hat sich da aus Ihrer Sicht hat sich da etwas bewegt? Ich meine, 1 Million Menschen ist eigentlich schon auch eine Marktmacht, könnte man sagen. Wenn die andere Produkte fordern oder kaufen würden zumindest, würde sich etwas bewegen. Hat sich etwas bewegt? Also für mich ist nichts jetzt so direkt spürbar gewesen. Wir haben natürlich unseren eigenen direkten Markt, den wir auch weiterhin verfolgen, und wir verfolgen auch weiterhin die Kritik an den Großen. Das ist ganz klar. Die Großen gemeint, die Großverteiler? Die Großverteiler, oh ja, eben man darf FENAP auch nicht vergessen und solches. Es gibt dann Player, die nicht so ganz bekannt sind, aber nichtsdestotrotz schädlich sind wie die anderen. Und ich finde, ja, also wir versuchen uns natürlich als Betrieb oder als Landwirtschaftsbetrieb so eben nachhaltig, aber auch wahrhaftig irgendwie zu entwickeln, dass wir eigentlich mit diesen Zielen, das wurde schon erwähnt, endlich hat der Bund ja auch diese Nachhaltigkeit der Klimastrategie geöffnet, er darf ja, es ist noch vermutlich, er darf den Begriff Bio ja offensichtlich nicht gebrauchen, aber es ist ja eigentlich mehr oder weniger das, was die Biolandwirtschaft schon zu Teilen leistet, wird jetzt umschrieben technisch, aber wir gehen natürlich auch einig, dass diese Ziele oder ein großer Teil dieser Ziele unbedingt muss verfolgt werden. Aber diese Ziele sind ja auch so ein bisschen wolkig, oder? Das ist die Strategie 2050, also es ist noch weit weg und da gibt es Ziele und da gibt es Maßnahmen. Wir werden nachher noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt ganz konkret, so gefühlsmäßig oder anekdotisch könnte man sagen, es gibt mehr Produkte aus pflanzlichen Proteinen in den Regalen und es gibt wahrscheinlich mehr Angebot an Bio- oder sogar Demeter-Produkten auch bei Großverteilern. Ist das eine Entwicklung zum Positiven? Ja, also sicher denke ich, zuerst muss ich dem Organisator noch ein Kompliment machen. Also ich finde super, dass ihr da dranbleibt an diesem Thema und jetzt ein Jahr danach nochmals da eine Veranstaltung macht. Also ich denke, gut, dass die Abstimmung da jetzt wieder gefeiert oder getrauert wird und wir müssen da dranbleiben. Also das finde ich super. Und jetzt zur Frage, ich bin vielleicht mehr von der tierischen Seite hier heute, weniger von der pflanzlichen Seite, kann dann Kurt vielleicht dort antworten, weil ich war ja beim Schweizer Tierschutz, als diese Abstimmung stattfand. Und da muss ich sagen, bin ich schon enttäuscht, was jetzt gelaufen ist. Also die Erwartungen waren für mich ganz anders. Also die Erwartungen von Seite Markt, da sind Versprechungen gemacht worden. Also zum Beispiel? Die Großverteiler haben da Versprechungen gemacht. Nach der Abstimmung sind wir da bereit, eben darüber zu reden. Es wurde gesagt, sind wir bereit, auch diese Trends aufzunehmen. Und von dem haben wir jetzt null und nichts gespürt. Im Gegenteil, es war ja so, dass der Bauverband mit dem Schweizer Tierschutz, wir haben dann den runden Tisch Tierwohl, haben wir aufgegriffen, weil wir eben gesagt haben, ihr wollt nicht reden, aber nach der Abstimmung, da möchten wir mit euch reden. Und wir haben den runden Tisch da organisiert und eingeladen, also eben mit dem Schweizer Bauernverband. Und da kam eigentlich wenig raus. Also nicht mal, wir haben gefordert, dass man bereit wäre, über Ziele zu diskutieren. Nicht mal über Ziele waren sie bereit zu diskutieren, dass man sagen hätte können, Jahr 2028 so viel Tiere tierfreundlich gehalten, 2030 so, nicht mal über Ziele. Und dass es dann über Maßnahmen ging, wo man eine wirklich relativ schwache Maßnahme diskutieren wollte in diesem Roundtable, wo eben Mikrokop, Denner, Aldi und Gastro, die waren alle vertreten, Bauernverband und so, Bioswiss, IPSwiss, die waren alle vertreten. Da wollte man, dass diese Aktionitis, oder es werden ja heute 41% vom Fleisch werden über Aktionen verkauft, oder, dass diese Aktionitis einfach aufhört. Und das haben wir nicht gesagt,
es muss verboten werden, sondern hat vorgeschlagen, dass es maximal 25% Preisabschlag, ich meine, es ist immer noch sehr viel, oder? Aber maximal 25%, und das wollten sie auch nicht aufnehmen. Also es war in diesem runden Tisch für mich klar, eine Ernüchterung da, das waren Versprechen und die halten man nicht ein. Und jetzt, wo man ein gutes Argument hat, die Konsumentenstimmung hat gedreht, jetzt kann man noch sagen, jetzt möchte das der Konsument nicht mehr. Und von dem her ist von der Tierwohlbewegung her oder von der Labelentwicklung her, ist es schlechter. Also man hat in verschiedenen Kategorien weniger Tiere jetzt in 2023 absetzen können. Also es ist eigentlich das Gegenteil eingetroffen vom Markt her. Und von der Politik auch ganz kurz, noch ganz kurz, dort ist meiner Meinung nach auch keine positive Entwicklung gegangen. Man hat zwar diese klima- und agrarpolitischen Berichte, die hat man, aber konkret läuft noch nichts. Im Gegenteil, im Verordnungspaket 2023, das jetzt der Bundesrat in 2 Wochen verabschiedet, das ist ganz konkret. Dort hat man die BTS-Beiträge noch reduziert. Von 90. Was sind das für Beiträge? Das sind Beiträge für die besonders tierfreundliche Stallhaltung. Also ich denke, du hast auch BTS-Beiträge zu Hause, oder? Also dann wirst du pro Kuh nicht mehr 90, sondern 75 Franken. Das sind schon nur 15 Franken. Aber die Botschaft vom Bund zu sagen, jetzt machen wir die runter, und das ist jetzt ganz konkret, oder? Das sind ganz schlechte Zeichen. Also, ja, bitte. Ja, ich meine, das stimmt wahrscheinlich schon in der Tendenz, aber parallel dazu hat ja jetzt ganz eine große Zahl Maßnahmen und Direktzahlungsprogramme gestartet worden, die dann eigentlich schon wieder auch positiv sind, also das Weideraus zum Beispiel. Also ist das so etwas, dass es jetzt Beiträge gibt, dass eben nicht nur die besonders tierfreundliche Stallhaltung, was eigentlich mit den Leuten, die das nicht kennen, geht es darum, dass das Tier im Stall eigentlich möglichst eine bessere Situation hat oder eine bessere Qualität hat. Und jetzt geht es so weit, dass man eben sagt, während der möglichen Zeit soll eine Kuh beispielsweise, es geht zum Rinder dort, soll auf der Weide sein. Und da gibt es jetzt, das ist eine massive, das ist ja Politik, da wird umgelagert, also das Geld, ich weiß doch, ich stimme dir zu, das ist natürlich eine politische Diskussion, an der möchte ich gar nicht teilnehmen. Ich finde schon, es stimmt, dass nichts passiert, es stimmt auch, dass die Großverteiler wahrscheinlich jetzt mal denken, jetzt können sie sich noch ein bisschen ausruhen, machen mal nichts. Es stimmt aber auch, dass überhaupt nach Corona und jetzt im Zusammenhang mit politischen Systemen, das kann ich einfach sagen, in Europa genau, das kenne ich nicht, aber insgesamt beispielsweise Deutschland hat ja einen Einbruch um 20-30% im Bio-Label-Bereich. In der Schweiz geht das nicht ganz spurlos, das sagen alle Players, die irgendwo tätig sind. Ich meine, es hat da irgendwie ist die Sensibilität fürs Portemonnaie oder für das Geld ist irgendwie gewachsen und da leiden eben, das ist schlimm für mich auch als Bauer, dass ich sehe, die Leute, wenn es ihnen ganz gut geht, dann geben sie ein bisschen mehr Geld aus für eine gute Sache eigentlich, die wir versuchen zu gestalten. Wenn es dann ein bisschen, dann haben sie das Gefühl, ja, also Ferien, Handy und all das Zeug, das muss dann schon, das ist wichtiger als eigentlich gute Qualität. Kann man dann, ist es falsch zu sagen, dass jetzt eigentlich Bioprodukte oder auch Demeterprodukte prominenter als früher in den Großverteilern vorhanden sind, sei doch ein positives Zeichen? Immerhin könnte man sagen, mehr Menschen, mehr Konsumentinnen und Konsumenten kommen in Kontakt auch mit diesen Werten. Oder ist das nichts wert? Ich gehe nicht, so fast schon aus Prinzip, nicht in Großverteilung. Ich war auch schon in einem Kopf, aber ich weiß nicht. Was ich weiß, ist jetzt insbesondere als Demeterbauer, dass natürlich jetzt die Diskussion, dass man vor allem im Marketing und in der Werbung über diese Produkte spricht. Wie weit eben das Interesse dann wirklich vorhanden ist, solche Produkte auch nachhaltig, also für mich jetzt ein Paradebeispiel, Eier möchten die Großverteiler so viel wie es geht, aber mit diesen Bruderhennen und mit den Althennenverwertungen, da haben sie ihre Mühe, das passt ihnen nicht. Und da wird noch nicht, also das
funktioniert es noch nicht. Das geht nicht. Und da sieht man auch, dass die Großverteiler halt immer mit ihrer Macht auch spielen. Sie wissen, dass diese Zulieferer sind abhängig auch, und das spielen sie natürlich aus. Das ist eine Schweinerei, finde ich schon. Aber vielleicht nochmal zurück, ist diese Sichtbarkeit dieser Labels, ist das etwas wert aus Sicht für Pfoten? Bringt das etwas? Ich glaube, es ist eine ziemlich schwierige Antwort. Ich habe gerade vorhin überlegt, ich glaube, was passiert im Moment ist zum einen, dass eben auch mit dem Rückgang beim Bio, sobald quasi die Kasse oder das Portemonnaie ein bisschen kleiner oder enger wird, so quasi, dass ein hohes Tierwohl ist quasi ein Lifestyle-Produkt. Also das ist dann so, dass man das Tierwohl als etwas Optionales, dass man sich leisten kann, aber nicht leisten muss, dass das so dargestellt wird, mit dem habe ich irgendwo Mühe. Und ich finde es grundsätzlich eine gute Entwicklung, dass auch mehr möglichst hohes Tierwohl bei den Detailisten erhältlich ist. Ich selbst gehe in die Migros, gehe in den Coop und kaufe da eben genau explizit ein Demeter, dann die Demeter-Eier, weil ich finde unbedingt, wie ich das in diesen Regalen erhalten bleibe. Aber wenn es zu einem Deckmäntelchen verkommt, wo Sie dann eben genau sagen können, wir bieten es ja an, aber dafür müssen wir dann sonst nicht mehr machen, wo man sich dann eben so zurücklehnen kann und gleichzeitig diese Werbebilder quasi raushauen kann mit diesen wahnsinnig hohen Tierwohlstandards und dann einfach klein schreibt, ja, das ist jetzt der Demeter-Standard, dann ist es wiederum, die Konsumierenden greifen zu irgendeinem Ei und haben den Eindruck, das gilt für alle. Also ich finde das eine schwierige Antwort. Gleichzeitig glaube ich wirklich, es ist wahnsinnig wichtig, dass man an möglichst vielen Orten möglichst Produkte einfach erhält, die sich ums Tierwohl bemühen. Ja. Ihre Produkte gibt es nicht im Großverteiler. Bewusst nicht. Ich hoffe nicht, nein. Das muss die Vieh rausholen. Also ich sehe das, ich denke, ich kann es völlig nachvollziehen aus Konsumentinnen-Sicht, dass das ja auch eine gute, ich habe auch immer diese Diskussionen innerhalb beispielsweise von Demeter oder vom biodynamischen Label. Man muss einfach, was die Leute vielleicht weniger sehen, was mich dann mehr beschäftigt ist, sind diese, wie das funktioniert. Die Migros saugt jetzt eigentlich, der Großverteiler saugt jetzt nach Labelprodukten. Ehrlich gesagt, die 250 oder 280 Demeter-Betriebe, wie sie vor ein paar Jahren noch waren, sind jetzt vielleicht auf 350, knapp 400 gestiegen. Die können das nicht leisten. So, jetzt, wer hat zum Beispiel, wer stellt jetzt um auf Demeter? Was sind das für Betriebe? Beispielsweise die Emmy sucht mit Demeter Milch, das macht sie so, dann geht sie zu größeren Biomilchbetrieben, bearbeitet diese natürlich mit dem Geld und am Schluss stellt wieder so ein Roboterbetrieb, das sind heute, das ist der Standard bei 50, 60 Kühen, das sind dann interessante Mengen für einen Großen und so, das muss man, ich weiß nicht, das ist genau das, was ich eigentlich immer kritisiere, wir sind ein kleiner Betrieb, ein mittlerer Betrieb, es gibt viele kleine Betriebe. Es hat Tradition in der biodynamischen Bewegung und in der Biobewegung auch, dass man eben ganzheitlich im Kreislauf wirtschaftet. Und wenn das dann, das kann nicht x-beliebig groß werden, dann braucht es wieder große Abnehmer und die großen Abnehmer sind einfach nicht, die sind dann zu groß für uns. Das funktioniert nicht. Also wenn du solche Riesen hast, die dann eben mit die Kleinen irgendwie behandeln, dann verliert der Kleine immer. Ich glaube, das ist ein Gesetz. Das funktioniert nicht. Und deshalb bin ich dezidiert dagegen, dass man eben mit Lebensmitteln, also mit unseren Nahrungsmitteln so handelt, dass die in solche nahrungsindustrielle Kreisläufe oder Marktkreisläufe kommen. Da verliert, da geht es immer um die Menge, um den Preis und da verliert der Kleine immer. Verliert man auch die Struktur, weil die Konsumierenden, die möchten ja, die sehen halt schon auch ein ideales Bild von Landwirtschaft und von Produktion.
Und dann, ja, das geht jetzt irgendwo nicht auf. Hast du schön diese Diskrepanz geschildert. Die Werbung vermittelt ja genau dieses Bild, oder? Die Kühe auf der Wiese, die Säule auf der Wiese, die Hühner auf der, alle auf der Wiese, oder? Eine der Forderungen von Vier Pfoten ist ja Schluss mit manipulativer Werbung. Werbung ist ja per se eigentlich manipulativ, weil sie will Menschen dazu bringen, etwas zu tun. Lassen Sie uns doch ein bisschen fantasieren, was wäre denn faire Werbung für tierische Produkte in der Schweiz? Ja gut, man muss sehen, wie das Vehikel funktioniert. Oder früher, also ich bin Sohn eines Tante-Emma-Ladens, oder? Meine Mutter hat eingekauft, hat 25% draufgeschlagen oder 30% auf das ganze Sortiment und hat das dann so verkauft und mit diesen 25% hat sich die Kosten gedeckt. Oder? Und heute läuft das ganz anders. Heute sind das schlaue Vehikel, die haben Preislagenkonzepte, nennt man das, oder? Dann sind die Aktionen und dann kommt das Standardtief wie ein Budget oder Prix-Garantie und dann Standard hoch wie Qualität und Prix und dann kommen die Label und Bio und noch andere Spezialitäten. Und jetzt ist es so, dass die Tiefen da will man die Konsumenten holen, die preissensibel sind, also da macht man preisaggressive Marketing, dort ist der Preis relevant und bei den Hohen, dort kalkuliert man nicht nach dem Preis, sondern dort kalkuliert man nach der Zahlungsbereitschaft. Dort schaut man, ja, wie viel ist denn der bereit zu bezahlen? Aha, die können viel bezahlen und dann macht man die Preise hoch, oder? Und dort macht man Werbung für, mit den Kühen und so. Und mit dieser Werbung spielt man dann. Aber eigentlich möchte man die Leute dort haben, wo es am meisten Gewinne generiert werden können. Aber die Konsumenten seit dem Jahr 2005 und 2006, seit die Harddiscounter da gekommen sind, ist das jetzt ein Rand nach unten, weil die bestimmen das Preisniveau und jetzt müssen die da unten konkurrenzfähig sein. Und das ist das untere Band, oder? Und dann oben die Label, die sind jetzt eben die große Preisdifferenzen, weil dort anders kalkuliert wird. Und das kritisieren wir ja. Das war ja der Grund, warum dass wir beim Schweizer Tierschutz alle diese Recherchen gemacht haben, weil wir gesagt haben, diese marktmächtigen Unternehmen machen das ganz gezielt und ganz bewusst, dass sie das so hoch ansetzen. Das bleibt eine schöne Nische, oder? So Biofleisch ist ganz klein, eine nette Nische. Man hat zwar kann gut Werbung machen, aber das wollen wir gar nicht mehr fördern. Wir wollen da unten die Mengen fahren, weil da müssen wir konkurrenzfähig sein. Und diese Verzerrung, das ist etwas, was in der Schweiz natürlich krass ist, weil die beiden, die können das ganz clever dirigieren. Das sieht der Konsument, der kann da nicht mehr, sieht da nicht mehr dahinter. Und das wollen wir, das wollten wir bekämpfen und das mache ich jetzt in der neuen Organisation, dass wir sagen, das gehört zur Fairness, auch eine saubere Kalkulation. Zur Fairness gehört Transparenz und da gehört auch eine gewisse Kostenwahrheit. Ist, wenn ich es richtig verstanden habe, subventionieren also die teuren Bioprodukte die günstigen Aktionen? Also das haben wir immer so behauptet und wir haben das auch beweisen können mit Studien, aber der Stuhl da drüben, der würde jetzt sagen, das stimmt nicht. Oder? Aber wir sind sicher, das ist so, aber das ist genau der Grund, warum diese Preiskalkulation eine Blackbox ist. Oder? Da darf man nicht auf keine Art und Weise darf man da reinschauen. Und darum sind wir sehr überzeugt, dass da eine Querfinanzierung stattfindet. Und wenn ich anmerken darf, es ist nicht nur rein preislich. Ich finde, die Subvention findet eben genau auch in dem Sinn ideologisch, also zurück auf das Werbebild, statt, oder? Also mit diesen wahnsinnigen schönen Bildern kann man überhaupt diese unglaublich unwürdigen Bedingungen, unter denen Tiere leben müssen, in der industriellen Tierproduktion irgendwo einfach unter den Teppich kehren. Man kann dann immer eben genau mit diesen Bildern arbeiten und sagt dann, ja, für einen Teil unseres Sortimentes stimmt das ja. Und das sehe ich so ein bisschen ein ideologischer Mechanismus, der eben auch noch eigentlich dieser Tausch stattfindet, oder? Zwischen Bio- oder Labelprodukten und diesen wirklich billigen Tierprodukten.
Als ich vorhin gesagt habe, fantasieren über die Werbung, es gibt ja eigentlich auch aus Sicht, denke ich mal, der Politik, gibt es Zielkonflikte, oder? Also man einerseits möchte man eine gesunde Ernährung, man möchte eine CO2-kompatible Ernährung der Bevölkerung und auf der anderen Seite hat man Großverteiler und hat man einen Teil der Bauernschaft, der auf der Tierproduktion beharrt, oder? Ich habe mir so im Vorfeld überlegt, im Bereich des Tabaks hatte man ja ähnliche Zielkonflikte. Also man will Steuern einnehmen durch den Tabakverkauf, aber man will die gesundheitlichen Beeinträchtigungen irgendwie im Zaum halten. Wie wäre es denn, wenn tierisch produzierte Produkte mit Bildern versehen wären, die wirklich die Produktionsbedingungen spiegeln? Wurde das schon mal diskutiert? Das müsste die Tierschutzorganisation fragen. Die Frage macht doch das. Ja, genau. Wir haben uns noch nie gemacht am Tierschutz. Also wir hatten sogar, also wir hatten, sind nicht die erste, die auf diese Idee kommt. Ich hatte durchaus auch schon Anfragen von Unterstützerinnen und Unterstützern von Pferdpfoten, die sagen, ich habe eine ganz gute Idee. Wie wäre es dann? Also ich kann nur sagen, also das ist eine persönliche Meinung, ich sage, ich rauche immer noch. Und genauso weiß ich nicht, ob da dann ein Abstumpfungsmechanismus dann reinkicken würde. Aus Sicht des Tierschutzes kann ich nur sagen, ich glaube, das Einzige, was über die Zeit hilft, ist einfach schlicht und ergreifend, dass diese schlimmsten, unwürdigen Bedingungen verboten werden. Also wiederum, ich finde, da geht es auch wieder um Richtung konsumierenden Verantwortung. Es wird wiederum die Konsumierenden, ja, wenn man denen ein Bildli zeigt, dann sollen die eine bessere Entscheidung treffen. Und ich finde das einfach auch immer wieder wahnsinnig viel verlangt. Es ist komplex, das Ernährungssystem. Unser Leben, unser gesamtes Leben ist wahnsinnig komplex. Oder? Wir müssen gute Eltern sein und gute Kinder und gute Abstimmungsentscheide treffen, wenn ich Wahlentscheide, dann müssen wir die Krankenkasse bezahlen. Das ist wahnsinnig viel und am Schluss muss man dann beim Einkauf dann auch noch die richtigen Entscheide treffen. Wollen wir jetzt mit solchen Bildern das auch nochmals eine weitere Verantwortung nicht zum Konsumieren schicken? Ich bin dann, ich liebe euch eher mit der Person, die jetzt nicht da sitzt auf diesem Stuhl. Also, ich sage, ich rede von Transparenz von Preisen. Ich denke, die Preise auf Ihrem Hof, die sind ja anders, oder? Da würden ja auch, oder sagen wir mal so, was wäre ein fairer Preis für ein Produkt, das im Hardenhof produziert wird? Wo wirklich Kosten hineingerechnet werden, ein fairer Lohn für die Leute, die in der Produktion arbeiten, gutes Tierwohl, wie sähe das aus? Also das ist ein Aspekt, der ist wichtig, das sind ja die Preise, ein Teil des Preises ist ja meine Arbeit, der Aufwand, den ich leiste, das muss irgendwie abgegolten werden, weil ich ja auch irgendwie Geld brauche oder irgendwie so. Das andere ist natürlich das Schwierige, da kommt dann, das wird dann auch schwieriger zu umschreiben, das ist dann eben, was ist dann wirklich, soll ich sagen, tiergerechter oder nutztiergerechter, oder was ermöglicht mir beispielsweise eine bessere, ich sage jetzt nicht irgendwo absolut, sondern relativ bessere Haltung oder es gibt ja eben das Tierproduktion, das Wort ist natürlich schon ein bisschen krass, aber ich habe zum Beispiel, wir haben auch einen Laden, einen Hofladen, und da gibt es dann Leute, das ist das Gute am Hofladen, da bin ich ja der Oberste, Mikrochef, da kann ich auch mal sagen, was ich denke. Und wenn dann jemand kommt und so scheinheilig 60 Eier mitnimmt und sonst nichts, dann habe ich auch schon gesagt, Sie können diese Eier haben, wenn Sie noch zwei Kisten Kartoffeln mitnehmen dazu. Und darum geht es ja dann eigentlich auch, und das sind auch die Großverteiler spielen ja da nicht mit, es geht um, was ist am Schluss auf unserem Teller, was essen wir. Wenn da gar nichts geschieht, es geschieht eben nicht nur in den Großverteilern das Falsche, auch in unserer Gesellschaft wird das nicht thematisiert, es wird zu wenig thematisiert, in den Schulen, die Kinder lernen gar nicht, also
auch gut aufgestellte, ideologisch nicht jetzt ganz schlimme Eltern kochen heute nicht mehr zu Hause. Es findet eigentlich so wenig, aber Vater kocht am Wochenende, mal feierlich, ist auch schön, aber eigentlich, das ist schwierig für mich. Was für eine Landwirtschaft kann ich machen, die stimmig ist, die eigentlich gut ist, die dann auch einen Speisezettel oder einen Warenkorb bringt, den die Leute dann auch mit einer gewissen Überzeugung konsumieren. Wenn die Leute dann eben, das ist ja die Verschrobenheit, ist die Einseitigkeit nach Eiweißen, nach gewissen Fettstoffen. Kohlenhydrate sind eher nicht, oder? Es ist immer aufwendiger, oder mal einen Apfel oder dann vielleicht eine Banane oder irgend sowas. Aber eigentlich so, ich denke, da müssen wir schon mehr versuchen, in die Konsumenten, an die Konsumierenden zu bringen, dass sie auch sehen, was ich will einfach nicht, am Schluss ist meine Kritik an die Großverteiler. Ich bin überzeugt, die Großverteiler bestimmen heute, was wir essen. Weitestgehend. Das ist nicht eine Freiheit der Konsumierenden, wenn das die Regale und all das Zeug so steht und alles tabut ist. Also die Großverteiler bestimmen, was produziert wird, und sie bestimmen, was wir essen. Vielleicht können Sie noch etwas sagen über diese Abhängigkeit, die Bauern haben vom Großverteiler. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Ja, das Wort Abhängigkeit ist ganz wichtig. Also ein funktionierender, ein vollkommener Markt, so wie es auch im Kartellrecht definiert ist, da sind viele Anbieter und viele Verarbeiter, Detailhändler und viele Nachfrager. Oder? Und so würde der Markt spielen. Also auch wenn ich auf den Dorfmarkt gehe, dann kann ich, bin ich gleich beim Anbieter am Debattieren, oder bei dir im Laden kann ich debattieren und kann kaufen. Oder? Aber was heute abläuft, ist eben ganz anders, weil wir haben 50.000 Bauern und die liefern dann wenigen Verarbeitern, aber das geht durch den Flaschenhals der beiden Großverteiler. Und warum sage ich, dieses Duopol hat einen Marktanteil von 70-80%. Und dann kommen wieder ganz viele Konsumenten, oder? Das ist dieser Flaschenhals. Und weil der dort durchgeht und die eben diese Marktmacht haben, können sie so viel bestimmen. Das ist jedes Unternehmen, das ist von der Ökonomie her klar, man möchte wachsen, man möchte marktmächtig werden, weil wenn ich marktmächtig bin oder marktbeherrschend bin, dann kann ich den Preis beeinflussen und kann auch das Angebot stärker beeinflussen. Und das können sie. Die können wirklich, das, da gebe ich dir recht, die können bestimmen, was gekauft wird. Sei das mit der Kommunikation, mit der Kalkulation der Preise, mit der Sortimentsposition im Laden etc. Und dann, das darf man nicht unterschätzen, darum ist diese Geschichte, dass man eben, du hast es gesagt, dass einfach die Konsumenten da jetzt schon sind, was kaufen, diese Geschichte, die kann man vergessen. Da muss man andere Hebel, muss man da bewegen. Und einer der stärksten ist sicher beim Marktakteur. Und ein zweiter, wir haben auch einen Regulator, der Bund ist verantwortlich. Nicht nur, dass die Leute gesund essen und genügend zu essen bekommen, sondern ist auch verantwortlich, dass diese Nahrungsmittel, wie sie gehandelt werden, wie sie verteilt werden und schlussendlich gegessen werden, weil es gibt da große Folgekosten, gesundheitliche Folgekosten, Umweltfolgekosten, Tierwohlfolgekosten. Und weil diese Folgekosten da sind, hat der Bund eine Verantwortung, da einzugreifen. Und das macht er viel, viel zu wenig. Reden wir mal über diese Folgekosten. Und nachher möchte ich gerne die Runde ein erstes Mal öffnen, dass Fragen aus dem Publikum gestellt werden können. Es gibt dann auch ein Mikrofon. Also wenn man jetzt die Umweltkosten, die versteckten Kosten eines Produkts einrechnen würde, würde es ja das Preisgefüge total verändern. Dann wäre ein tierunfreundlich hergestelltes Produkt, ein tierisches Produkt plötzlich viel teurer als ein tierfreundlicher hergestelltes, nur schon tierisches Produkt. Und die pflanzlichen Produkte wären viel günstiger. Ist es die Aufgabe des Bundes, das zu regeln? Ja, ganz klar, weil da haben wir ein klassisches Marktversagen. Die Ökonomen sagen, das ist Marktversagen, weil der Markt kann das nicht regeln. Da haben wir Externalitäten und öffentliche Güter, das kann der Markt nicht. Da
Da kann jeder Trittbrett fahren, der muss dafür nichts bezahlen. Wenn für eine Blumenwiese muss er nichts bezahlen. Und da müsste er ja etwas unternehmen. Heute ist es ja eben so, dass die nachhaltigen Produkte, die sind benachteiligt, oder? Weil die externen Kosten, die muss niemand muss Verantwortung tragen. Und weil sie benachteiligt sind, müsste man nur schon eine Veränderung, dass diese Benachteiligung nicht mehr da ist. Und wir von Faire Märkte Schweiz, wir sagen, wir sind eben auch an dieser Transformation beteiligt, weil wir sagen, die Produkte, die müssen zu effektiven Preisen kalkuliert werden und nicht zu Fantasie- und Zahlungsbereitschaftspreisen. Zu effektiven Preisen müssen sie kalkuliert werden. Und wenn der Wettbewerb spielt, also wenn da Transparenz ist, dann sind diese nachhaltigen Produkte automatisch weniger benachteiligt. Dann haben wir doch schon mal eine Gleichstellung. Aber wenn jetzt der ganz krasse Move passieren würde, so wie jetzt Penny in Deutschland, die da die Umweltkosten internalisiert haben und das Hackfleisch dann verdoppelt, oder? Dann würde eine Mega-Bewegung, aber das ist politisch nicht realisierbar, also es ist nicht realisierbar, dass in der Schweiz das Fleisch verdoppelt wird. Oder? Aber das wäre dann krass, wenn die Umweltkosten da das Produkt überlagert würden, aber da sind wir noch weit in der Zukunft. Mein Penny hat das eine Woche lang gemacht, das hat der deutsche Supermarkt, der nicht für besonders nachhaltiges Wirtschaften bekannt ist sonst, oder hat eine Woche lang die wirklichen Kosten angegeben auf den Produkten, die auch zu den Kosten verkauft. Die Leute haben dann meistens, glaube ich, so reagiert, dass sie sagen, ja, dann kaufe ich das nächste Woche wieder, weil das ist mir definitiv zu teuer. Aber das war ein interessantes Experiment wahrscheinlich. Was müsste denn vielleicht, was müsste geschehen, damit sich eine Lobby bildet, die politischen Druck ausüben kann, dass es Kostenwahrheit gäbe bei landwirtschaftlichen Produkten. Also Kostenwahrheit im Sinn, dass diese externalisierten Kosten eben auch berücksichtigt werden. Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde noch schnell sagen, sag niemals nie. Also ich bin manchmal doch, lebe ich gerne in einer Utopie, wo ich mir vorstelle, dass das, ich glaube, wir kommen nicht darum herum, wenn wir uns eine lebenswerte Zukunft vorstellen, dass genau das passiert. Und ich glaube, es geht auch, vielleicht ist es eben gar nicht so weit entfernt, weil wenn man der SVP zuhört, sprechen sie ja, oder auch dem Bauernverband, gerne von den gleich langen Spießen, die geschafft werden sollen und eben gerade auch mit der Konkurrenz mit dem Ausland, mit diesen Produkten, die teilweise auch unter sehr minderen Standards genau aus dem Ausland dann in die Schweiz kommen, hier verkauft werden, dieses Tiefpreissegment, wo mit den Aktionen gefahren wird und die großen Profit auch eingefahren werden. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass man da ein bisschen kreativere Allianzen, sage ich dem manchmal, auch schmieden kann, oder? Aber mir fehlt einfach, vorhin hast du das gesagt, wegen den Konsumierenden irgendwie in die Verantwortung nehmen, alleine sicher nicht, gar nicht, aber sie ganz rauszulassen, das möchte ich dann auch. Vor allem, ich sehe dann auch große, also dann hier natürlich, ich bin jetzt extra nach Zürich gefahren, um ein bisschen auch die urbane Konsumierenden ein bisschen anzuklopfen. Weil man ist dann ein bisschen weiter entfernt von den landwirtschaftlichen, ländlichen Gerüchen oder das, was wir tun. Und ich denke, da braucht es schon, es braucht eben auch die Kraft oder den Mut oder die Courage, eben sich diesen Dingen etwas entgegenzustellen. Und ich denke, viele, natürlich ist es heute, wahrscheinlich sind Leute gekommen, die das eh schon gut und richtig machen. Aber eigentlich müssen wir die Leute wieder erreichen, die fast schon unerreichbar geworden sind, eben in dieser Sache. Aber dass wie erreicht man sie außer über den Preis? Ah, das kann ich eben, dieses Preisargument, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, schon, ich meine, es gibt auch das bei dem Benzin, bezahlen sie ja auch nur 5 Franken kostet. Bei den Eiern, ich fordere das zwar schon lange 5 Franken für ein Ei, aber da ist es schwieriger, das gebe ich zu. Wieso 5 Franken für ein Ei? Ja, ich habe das mal so für mich ausgerechnet und habe, wenn ich
mit schwierigen Diskussionen wieder, wenn ich ein Ei so produzieren würde, wie sich die kritische Konsumentenschaft wünscht, auch, dann kostet es am Schluss 5 Franken, weil dann mache ich fast alles so ideal und so gut, wie es eben als ideal sein kann. Und dann kostet einfach ein Ei 5 Franken, das ist noch zu billig wahrscheinlich, oder zu günstig. Aber ich habe das mal so dargestellt und wir haben das auch versucht und proklamiert, dass es eigentlich richtig ist, dass solche sensiblen tierischen Produkte eigentlich, die sind dermaßen jenseitig, werden die halt auf den Markt geworfen. Und da machen auch, da muss man auch vor allem sagen, ich finde eben, das habe ich auch schon gesagt, ein Bio-Ei, das ist für mich schon ein Widerspruch. Bio würde dann eigentlich auf Eier verzichten oder würde massiv. Das, was man heute, wie mache ich das? Ich mache das selber auf dem Hof, aber wie macht man das? Ich würde eigentlich mir wünschen, dass eben der Großverteiler muss sagen, und zwar verzweifelt muss er seine Konsumierenden anscheinend sagen, ihr müsst weniger Eier konsumieren. Aber erklären Sie uns Urbanen, die wir mit gutem Gewissen ein Bio-Ei kaufen und das Gefühl haben, jetzt haben wir etwas Gutes getan, warum das immer noch zu günstig ist. Was wird denn jetzt anders beim 5 Franken Ei? Also das Bio-Ei ist eben ein ganz gutes, schlechtes Beispiel, weil das Bio-Ei ist eigentlich noch fast schlimmer auf eine Art als das konventionelle, weil das bisschen annehmen ist das Bio-Ei eigentlich auch ein, es funktioniert in vielen Teilen fast identisch wie die konventionelle Produktion von Eiern und dann kommt noch dazu, dass das Futter noch von weiter her gekarrt werden muss. Leider Kraftfutter und importiertes Kraftfutter? Nur eigentlich an 80% eigentlich ist der Anteil da geschätzt bei den Bio, bei den Leghennen, weil wir haben diese Hocheiweißgetreide gar nicht zur Verfügung. Und das ist, wenn ich es besser mache, dann versuche ich eben das zu machen, was früher gang und gäbe war, dann versuche ich dem Huhn, der Henne, das zu füttern, was auf dem Hof übrig bleibt für solche eigentlich energetisch oder kalorienmäßig nicht sehr sinnvollen Produktionen. Also die Produktion für Schweineprodukte oder für Geflügelprodukte ist eigentlich schon ist völlig daneben aus nachhaltiger ökologischer Landwirtschaftssicht. Weil das funktioniert gar nicht. Heute pervertiert. Und genau dort treffe ich mich natürlich mit den Massentierhaltungsgeschichten genau, lustigerweise genau bei diesen, nicht lustigerweise, traurigerweise, genau bei diesen beiden Tiergattungen ist es ja am schlimmsten geworden. Nicht, ich denke, bei den Kühen gibt es auch schlimme Tendenzen, aber die Rinder, weil dort hat man es nicht so weit gebracht. Lassen Sie, wir reden auch noch über die Geflügelmast. Per se. Aber jetzt möchte ich die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen aus dem Publikum. Es gibt nachher noch mal eine, noch mehr Gelegenheit. Aber wer hat jetzt schon eine Frage an jemanden hier auf dem Podium? Ja, bitte. Also ich möchte etwas beitragen zur Beobachtung der Großverteiler. Mir fiel auf, im letzten Jahr sind mehr Label in der Werbung drin. Sie schreiben also auch ein IP-Swiss, Sie schreiben Schweizer Fleisch, obwohl das ja nicht viel heißt. Und Sie schreiben auch Rindfleisch aus Österreich. Ich meine, das habe ich vor mehr als einem Jahr weniger gelesen. Das Problem ist, dass es Bio sieht man eigentlich nicht in der Werbung. Haben Sie zu wenig? Außer ein Bio-Zuchtlachs. Also das ist die einzige Ausnahme, wo das Bio mal in der Werbung vorkommt. Wenn ich ins Gestell gehe dann, bei Migros oder Co., finde ich dann die Bio-Produkte selten. Der Bio-Servala ist vielleicht schon ausverkauft oder ganz klein in einer Ecke. Die Agri Natura oder IP, die findet man noch und die Aktionen sind natürlich dann ohne Label. Und ebenso Bio-Rindhackfleisch gibt es wenig, 2-3 Packungen und das andere nicht. Ich glaube, die haben zu wenig von dem oder wollen es nicht verkaufen. Ja, vielleicht noch die Frage, haben Sie zu wenig oder bewerben Sie das Falsche? Also es gibt manchmal so Aktionen. Ich habe jetzt gerade ein Telefon bekommen von einem Bauer, der hat in Einsiedl, im Lidl gab es kein Biofleisch
Und auf dem gesamtschweizerischen Markt gab es genügend Bierfleisch, aber der Lidl in Einzelhandel hat kein Bierfleisch geführt und der hat dann quasi uns die, eben diese Botschaft vermittelt, dass Lidl das, die Truhe nicht gefüllt hat, weil andere Truhen voll waren. Oder, das gibt es schon. Aber tendenziell sind in der Schweiz die Gestelle nicht leer. Also die tendenziell klappt das. Suppenhuhn findet man manchmal nicht im Koch. Ja, Suppenhuhn, das ist recht, das ist ein Spezialprodukt. Ich meine jetzt die Standardprodukte. Bio-Serverl auch nicht. Genau. Ist mir mehrmals passiert, dass ich finde, ich esse gerne, brate gerne ein Serverl, aber im Bio fand ich nicht. Okay. Aber ich möchte grundsätzlich. Ja, ich weiß. Aber ich möchte grundsätzlich, weil ich jetzt vorhin auch sehr kritisch gegenüber den Grossverteilern war, manchmal kann man ihnen schon auch ein Kränzchen winden, oder? Also das, was Sie jetzt gesagt haben. Wir haben ja beim Schweizer Tierschutz über Jahre diese Werbeaktivitäten verfolgt und wir haben ihnen nachweisen können, dass weniger über die Label Werbung gemacht wird. Und jetzt haben wir das dieses Jahr nicht verfolgt, ich bin ja nicht mehr dabei dort. Und es könnte tatsächlich sein, dass Sie vielleicht doch etwas gelernt haben und wieder mehr über Label kommunizieren. Also, es kann durchaus sein, dass da auch mal etwas hängen bleibt. Oder ich meine, die ganze Labelbewegung, das haben die Großverteiler vor 15 Jahren da eingeführt, oder? Und darum sind heute auch 70 bis 90% Labeltiere, je nach Kategorie, in Migros und Coop, oder? Und das haben die aufgebaut, um sich zu differenzieren, natürlich, klar, marketingmäßig. Und das war sicher damals eine gute Sache. Und heute ist es einfach nicht mehr gut, weil es zurückgeht und sie nicht bereit sind, da weiter an dieser Tierwohlbewegung zu schaffen. Aber ich wollte einfach noch sagen, es gibt zwischendurch auch ein paar gute Sachen, das, was sie machen, die Akteure. Ich will einfach noch kurz ergänzen, bei diesen Labels, das Problem ist auch einfach, dass sich das nicht wirklich weiterentwickelt. Also, was IP Suisse als Label für gut verkauft, wenn man wirklich halt einfach die Brille des Tieres aufsetzt und das Tier wohl, muss man sagen, das ist nicht, das reicht nicht aus, oder? Also ich finde, das ist auch noch ein weiterer Aspekt, oder? Sie haben das begonnen, auch als weitere Differenzierung in ihren Sortimenten. Die Weiterentwicklung sehe ich, oder eben die Bereitschaft zur Weiterentwicklung sehe ich einfach hier mit. Also mit Weiterentwicklung meinst du qualitativ nach oben oder Menge in die Breite? Nein, diese Standards sukzessive über die Zeit zu erhöhen. Also okay. Aus Sicht des Tieres kann ich sagen, not good enough. Aber ja, genau. Das stimmt. Wollt ihr etwas sagen? Weitere Frage? Ihr habt jetzt auch über diese Subventionierung gesprochen von Bio und den ganz günstigen Produkten. Könnte man jetzt sagen, dass als Konsumentin zum Beispiel bringt es eigentlich gar nichts, wenn ich in einem Migros ein Biofleisch kaufe, gerade ein Fleisch, das auch mega eine hohe Marge drauf hat. Und dass man sagen müsste, müsste man gerade zu einem Hofladen gehen und den Bauern direkt unterstützen, den man möchte und wo man sieht, das Tierwohl ist hochgeschrieben, weil im Migros eben am Schluss ist es einfach eine Subvention und dann kann ich mich eigentlich, also kann ich viel zahlen, aber jemand nebenan kauft ein Budget und es ist gerade wieder ausgeglichen. Ich fand jetzt nicht den Bauer, natürlich sollte man in den Hofladen gehen. Nein, es ist nicht, da muss man schon sagen, dass wir das nicht leisten können, zum Beispiel die Stadt Zürich jetzt, da braucht es andere Distributeure und da braucht es schon irgendwelche Unterstützung, aber es gibt ja neben den gibt ja auch noch Bioläden und die versuchen dann schon eigentlich, also zwar immer weniger, aber die versuchen dann schon auch, das, oder es gibt neue Systeme, die versuchen die Städte zu versorgen, da gibt es Initiativen, auch in das blöde, das gute Internet, das kann ja auch viel heute, man kann vieles organisieren oder sollte, es gäbe schon die Möglichkeit für Leute, die sich wirklich die interessiert sind an Produkten, die eine Identität haben, sagt man so, die man auch rückverfolgen kann und wo man auch mal direkt besuchen kann oder schauen kann, sich überzeugen kann. Das ist eine Idealvorstellung, das können nicht alle, aber ich
bin immer offen und bereit, dass man das eben bei uns zum Beispiel auch, das gehört zu unserem Marketing, dass man das eben machen kann. Aber ich höre schon ein Dilemma heraus aus der Frage, oder? Und unterstütze ich bewusst, kaufe ich diese Labels, um die Initiative der Großverteiler zu unterstützen, oder mache ich damit, eben fördere ich damit mehr vom Schlechten? Ja, also wir wurden ja mit unseren Aktivitäten sogar auch von Bioswiss ein bisschen angegriffen, weil Bioswiss natürlich das Gefühl hat, dass, also eben diese hohe Marktdifferenz, die kritisieren wir, wir sagen bewusst Preisdifferenz und nicht Margendifferenz, weil das Wort Marge, das ist so eine heikle Geschichte. Wir sagen Preisdifferenz zwischen eben einem Bioprodukt und eben einem Standardprodukt. Und ja, Bioswiss hat uns kritisiert und gesagt, dann kaufen die Leute keine Bioprodukte mehr. Eben aus diesem Dilemma sagen sie, wir kaufen konventionelles Fleisch, wenn das Biofleisch ja zu teuer ist. Und ich bin einfach der Meinung, dass man dort trotzdem Transparenz schaffen muss. Man darf da nicht einfach beide Augen zudrücken. Aber ja, es könnte schon sein, dass die eine und andere oder andere Kundin sagt, dann nehme ich halt konventionelles Fleisch oder ich nehme ein Aktionsfleisch. Schöner wäre es natürlich, wie es gesagt wurde, wenn die zum Bauer gehen würde. Das wäre natürlich schön. Weil dort ist die Wertschöpfung nicht zu 75% oder 80% im Großverteiler, dort ist sie zu fast 100% beim Bauer. Weitere Fragen? Ja? Vielleicht gerne. Im Lager Leut vielleicht zuerst, ja? Also zuerst mal. Dann komme ich. Ja. Okay. Danke vielmals für diese Transparenzgeschichte, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich bin ja selber auch Produzent und ich möchte kurz also ein bisschen auf das eingehen, weil wir reden jetzt immer über die Großverteiler, als wären sie die einzige Möglichkeit. Und eigentlich hätten wir ja wirklich eine Möglichkeit, uns zu organisieren. Wenn ich als Produzent, oder ich zeige es gerne am Beispiel vom Gemüse, aber bei den Tieren passiert das ähnlich, ein Produkt liefere, das später im Coop oder im Mikro landet, dann geht es zu einer Plattform. Konventionell macht das die Fenaco, im Bio machen das zwei andere. Und dann hat diese Plattform eine Marge von mal 1,5 in etwa, 1,4, 1,5. Und dann übernimmt Coop das Produkt und macht mit diesem Preis dann mal 2. Oder? Und das ist dann der Endverkaufspreis, der eigentlich im Bio geriert wird im Schnitt. Und bei den Tieren ist es sogar so, dass ich dann einfach auf dem Tier hocken bleibe, wenn das der Markt gesättigt ist, und dann gebe ich meinen Kälber normalerweise einen konventionellen Kanal, weil quasi da kann man sie immer hineingeben, dann werden sie mit Antibiotika gefüttert und das konventionelle Kälber verkauft. Und dieses System ist ja eigentlich ziemlich pervers, und wenn man jetzt genau wisst, wenn man jetzt da Transparenz hätte, also wir können schon darüber reden, aber dann wäre ja die Mikro und der Coop dann tot, also dann würde ja niemand dort einkaufen gehen. Das möchte ja niemand, dass es quasi, dass wir als Bauern unseren Mitarbeitern irgendwie 13,50 Franken bezahlen, falls sie überhaupt legal angestellt sind, und dass die Tiere so behalten werden und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es so schwierig, Alternativen aufzubauen, auch wenn wir die Technik haben und irgendwie da bereit sind. Also wir haben eine Initiative und wir suchen jetzt irgendwie Geld für den Handel zu organisieren, transparent, und den gestaltet sich unglaublich schwierig. Also wir brauchen quasi nur 1,5 Millionen, ist ja nicht so viel, wenn man so auf Zürich schauen würde. So. Und trotzdem ist es wahnsinnig schwierig. Warum ist es so schwierig? Warum zeigt man immer auf den Bund oder auf den Großverteiler und wird selber eigentlich nicht oder wenig tätig? Oder eben wenn, dann kauft man dann das konventionelle Fleisch. Also. Ja, ich meine, du hast ja einen Schlachthof zu Hause, oder? Sozusagen, genau. Also wunderbare Voraussetzung, du kannst schlachten, und wenn jetzt, du wohnst einfach ein bisschen weit weg von Zürich, oder? Aber wenn du deine Ware, dein Produkt nach Zürich liefern könntest, hätte das, ich weiß nicht, das hast du sicher schon überlegt. Das können wir. Wir können unsere Produkte nach Zürich liefern, aber wir können sie nicht in den Mengen nach Zürich liefern, wo quasi unser Ökosystem als Hof aufgeht und wir
die Organisationsstruktur, die es braucht für die Transparenz dann hinter den Produkten, ja. Die, ja, da braucht es wie noch ein bisschen mehr und auch im Transport, oder damit es wirklich dann funktioniert, damit jemand seinen Server noch holen kann und nicht ein ganzes Tier kaufen, ja. Kauft, jetzt da der Alex neben mir in einem Restaurant tätig ist. Also so wie man, also wie kriegen wir diese Finanzströme dorthin, dass wir sagen, okay, die sind jetzt nicht, kriegen sie gut, kosten uns auch ein Haufen Geld, aber lass uns eine Best Practice machen. So, und dann können wir mit dem irgendwie politisch vorangehen. Ja, wie machen Sie es ja wohl? Sie beliefern ja nicht nur direkt auch Hof. Ja, also ein Großteil, je nach Produkt, wird im Hofladen. Angeboten. Also ich wohne halt nicht in der Stadt Zürich, aber der Hofladen ist auf dem Land. Und wir haben jetzt auch so, also ich bin auch irgendwo immer in der Nähe von solchen Projekten und studiere sie aufmerksam, weil ich denke, wir kommen als Bauern ja schon, wir können nicht alles selber machen. Irgendwo steht man dann an, aber wir versuchen dann jetzt auch direkte Restaurants oder Bioläden oder so anzugehen, um dann größere Mengen von gewissen Produkten abzusetzen. Also irgendwann fährt von Hallwil jemand nach Zürich und beliefert ein Restaurant? Das mache ich jede Woche, ja. Aber das reicht natürlich noch nicht. Da kommt auch ein Gastro oder ein Bio-Verteiler kommt auch zu mir und holt mal was ab. Und das Fleisch, das ist ja dann besonders sensibel, ob man jetzt eine Schlachtmöglichkeit hat auf dem Hof oder nicht. Man muss dann schauen, wie löst man das Problem, dass man, wenn man eine Kuh schlachten muss oder darf oder ein Stier, dann ist das eine Menge Fleisch, die irgendwie für 10, 15 Familien oder heute für 30 Familien wahrscheinlich ein Jahr reicht und das muss man dann irgendwie verteilen und zeitlich so schaffen, dass das Ganze funktioniert. Das ist schwierig, aber das ist lösbar in der Schweiz, denke ich. Vielleicht noch eine Ergänzung. Die Stadt Zürich hat ein Außerhausverpflegungsbudget von 28 Millionen Franken für Nahrungsmittel pro Jahr. Und wenn wir da quasi, die Stadt Zürich hat sich ja als ehrgeizige Ziel gesetzt, also 50% Bio bis 2030, schon ziemlich bald, Verhältnis zu 2050 beim Bund. Und wenn wir jetzt da rein könnten, und es braucht eigentlich nur die Logistik, die transparenten Logistikstrukturen dafür, dann wäre es so, und die Stadt Zürich ist bereit, mit uns zu reden, aber wir haben diese Strukturen nicht. Vielleicht noch eine Frage, bevor ich noch eine habe. Oder nein, noch zwei, genau, Sie haben schon lange, wollten sich melden, gleich daneben. Ja. Und dann hier vorne. Also danke vielmals für das Gespräch, sehr spannend soweit. Ich habe eine Frage zu den Labels und zwar wie das genau mit den Kosten und dem Profit so aufgeht. Ich stelle mal ein paar Behauptungen in den Raum und zwar habe ich das Gefühl, dass das Bedürfnis nach Labels vor allem von den Großverteilern herkommt, dass sie die Bauern eigentlich dazu bringen wollen, ihre Betriebe umzustellen, damit sie labelkonform werden. Das ist mit hohen Kosten verbunden, also es gibt da strikte Richtlinien und gewisse Standards, die eingehalten werden müssen. Und ich habe den Eindruck, dass der Profit aus der Labelgeschichte vor allem bei den Großkonzernen hängen bleibt, aber die Kosten auf die Produzenten überwälzt werden. Frage, stimmt das? Und zweitens, kann man etwas dagegen machen? Also etwas, was uns beide wahrscheinlich ärgert oder was mich besonders ärgert, ist, es gibt da, also ich finde es schon in Ordnung und gut, dass es Bio-Standards gibt. Oder? Also man, nicht, ich sage jetzt bloß nicht das Label, sondern Standard. Also die Produktionsbedingungen sind jetzt Bio oder Demeter, bio-organisch oder biodynamisch. Und wir sind ja dann, das ist klar so, wir sind an eine sogenannte Gesamtbetrieblichkeit gebunden. Also wir können nicht einen Teil Bio machen und einen Teil nicht. Und das finde ich schon mal eine, ich finde das in Ordnung,
Absolut, aber ich finde es ungerecht, dass diejenigen, die dann Handel treiben, eben schon wieder, sie werben zwar, Feigenblatt und so weiter, aber sie sind überhaupt nicht an diese Gesamtbetrieblichkeit gebunden. Also das stört mich natürlich wahnsinnig. Und ja, ich weiß nicht, das ist so, also ich habe, es gab ja letztes Jahr, vor zwei Jahren gab es so einen Datenklau, wo man Marschen aufgedeckt hat. Ich weiß nur, vor 10 Jahren hat man gesagt, an einem Bio-Ei verdient der Großverteiler 60% mehr als an einem nicht-labelten Ei. Das sagt ja dann schon sehr viel über das Interesse aus, trotzdem eben, wenn auch der Gesamtumsatz mit Labelprodukten vielleicht kleiner ist im Verhältnis zu dem Grundumsatz mit all dem nicht gelabelten, ist eben die Marge oder der Verdienst nicht uninteressant mit diesen Labelgeschichten. Ich habe es am Anfang, ich habe es aufgeschrieben, es ist für mich wirklich so, die Labels, das sind halt, früher waren das Bemühungen von Bauern, sich zusammen an Standards irgendwie zu orientieren, und heute sind das reine Vermarktungsstrategien für mich. Trotzdem möchte ich allen Konsumierenden sagen, immerhin, ob es jetzt Bio oder Demeter ist, man darf davon ausgehen, dass da zu 99% eben keine Pestizide im Einsatz sind, dass es eigentlich keine Kunstdünger sind, dass eigentlich der Gesamtwert der Produktion auch für die Natur oder für die Umwelt natürlich enorm hoch ist. Und deshalb würde ich auch sagen, trotzdem, wenn viel Fehler passieren, es ist wichtig, dass man schon im Zweifelsfall immer Bio, natürlich, oder? Das ist klar. Aber er hat natürlich schon einen guten Punkt angesprochen, oder? Dass eben mit diesen Labels wollen ja die Detailhändler die Bauern gewinnen und abhängig machen. Also wenn ich jetzt ein Label habe, beispielsweise Mutterkuh Schweiz, oder? Die schaffen vor allem mit Coop zusammen, und Mikroweide Beef, die schaffen mit Migros zusammen, und die sind dann abhängig, oder? Weil die, ich habe die auch gefragt, ob die bei uns, bei Ferienwerte Schweiz, Mitglied werden wollen, oder? Und die sind wohlweislich, haben sie das abgelehnt, weil die sind so in Abhängigkeit von Coop, die einen, die anderen von Migros. Und diese Abhängigkeit macht es natürlich schon schwer, dann, wenn der Abnehmer eine Forderung hat, darauf zu reagieren, weil es ist quasi der einzige Abnehmer. Und die Kosten, die Sie gesagt haben, die eben nicht beim Bauern oder schlussendlich der Bauern tragen muss, ja, wir haben diese Berechnung gemacht mit Agroscope, und da ist es tatsächlich so, dass diese Label-Entschädigungen, die sind nicht kostendeckend, oder? Also dort fährt man einfach tiefer, bewusst, man hat das ausgerechnet, die müssen so hoch sein, und man fährt bewusst tiefer, und die Bauern können nicht hingehen und sagen, ja, wir müssten so und so viel haben, dass wir unsere Kosten gedeckt haben. Der Markt gibt eigentlich nicht mehr her, oder? Und das ist schon ein Problem, diese Abhängigkeit, dass die Bauern sich da nicht mehr wehren können. Aber ich habe natürlich, und ich lehne das auch zu einem gewissen Grad ab, diese Label, den Wildwuchs nach Labeln. Also ich meine, ich finde, da müsste auch der Großverteiler viel, viel stärker in die Verantwortung genommen werden, weil die Übersicht, ein Label muss eine gewisse Übersicht, eine Einfachheit und eine Übersicht geben. Also ein Bio, ein schweizerisches Bioprodukt mit Knospe drauf, da ist ja im Verhältnis so, wenn man das europäische, die Nachbarländer anschaut, ist da eine hohe Gewähr, dass eben das so ist. Und wenn man nachher eben bewusst mit solchen, also ich kann gar nichts anfangen mit diesen Wiesenmilch und was für, das sind dann alles noch, irgendwo will man noch ein Surplus, noch etwas draufsetzen, und das führt im Endeffekt zu Verwirrungen. Und zu Dingen, die ich eigentlich, ich als Landwirt finde das ein Gräuel. Und ich würde nie, wie gesagt, das auch meinen Kollegen, das ist so da geht es so schnell irgendwie, und schon ist es wieder fertig. Oder? Das haben so viele Labels sind eben kreiert worden, und es
sind dann wieder verschwunden oder haben sie an Wert verloren oder an Glanz. Also ich würde sagen, weg mit diesen vielen. Man muss Übersicht haben und es muss klar sein und einfach sein. Also einfach, natürlich, die Geschichte ist immer komplex, aber die Konsumierenden müssen schon ein Vertrauen aufbilden können. Bilden können für diese Geschichte. Sonst nicht. Ja, die Initiative hätte es vereinfacht, oder? Ich hatte jetzt gerade noch ein ganz anderes Beispiel im Kopf, wo das genau umgekehrt gelagert ist. Vier Pfoten unterstützt seit vielen Jahren das Thema oder Bemühungen für muttergebundene Kälberaufzucht und angebundene Kälberaufzucht, wo das Kalb bei der Mutter bleiben und säugen kann. Jetzt, also vielleicht kurz als Hintergrund, obwohl ich nehme an, in dieser Runde wissen das viele. Ganz früher, wenn man etwa 100 Jahre zurückblickt, war das absolut normal, dass das Kalb säugen konnte bei der Mutter und dass diese Milch gleichzeitig auch verwendet werden konnte für den Verkauf, für den Eigengebrauch, aber auch fürs Käse. Zwischenzeitlich war das verboten. Also Landwirtinnen und Landwirten, die für sich eigentlich entschieden haben, das ist das Natürliche, wir möchten unser Kalb bei der Mutter lassen, hatten nicht mehr die Möglichkeit, diese Milch überhaupt in den Umlauf zu bringen. Und da gab es glücklicherweise vor ein paar Jahren dann eine Gesetzesanpassung. Jetzt gibt es Höfe, die es machen möchten, aber der Begriff ist noch nach wie vor nicht geschützt. Also für Pfoten unterstützt da gleichzeitig überhaupt die juristische Perspektive, dass wir versuchen, den Bund dazu zu bewegen, klare Vorschriften zu machen, was das überhaupt heißt, muttergebundene Kälberaufzucht, auch die Abgrenzung dann zur Mutter-Kalb-Haltung und so weiter. Zum anderen ist es wahnsinnig schwierig, diese Produkte, die sich klar abgrenzen möchten, also ein sehr hohen Tierwohlstandard, Mikro, Coop und so weiter wollen davon im Moment nichts wissen. Sie sagen, also es ist wirklich die Geschichte dann, sie sagen, im Moment das Angebot, das sind viel zu wenige Höfe, die das machen. Dann auf die Rückfrage, wie viele Höfe bräuchten es denn? Wir kennen mehr Betriebe, die sich dafür interessieren würden, das umzustellen und solche Produkte dann verkaufen zu können, entsprechend das aber auch entlöhnt wird. Dann kommt dann die Rückantwort von den Detailhändlern. Ja, das ist halt schwierig zu sagen, wir können nicht sagen, wie viele Betriebe das braucht, das ist sehr saisonal abhängig und von der Nachfrage abhängig. Wenn man dann wiederum fragt, wie viel Nachfrage braucht ihr denn? Dann sagen sie wieder, ja, das ist halt schwierig, das Angebot wäre viel zu klein, so ist ein Produkt. Also das geht wie so, also ein bisschen, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, es ist wie so, fühlt sich manchmal so ein bisschen unter den Schildbürger. Es ist also wahnsinnig schwierig, jetzt auch im umgekehrten Fall, wo man sich dafür einsetzt, für ein gewisses Tierwohlstand, das noch nicht ein etabliertes Label ist, dann wiederum einen Vertrieb aufzubauen. Und da jetzt so vielleicht als kleines Happy End der Geschichte, der eine Verein, der heißt Cow Passion, der sich stark für die muttergebundene Kälberaufzucht einsetzt, die haben jetzt eine Mukka-Käserei mittels Crowdfunding ins Leben gerufen, wo sie wirklich von den verschiedenen Betrieben, die sich jetzt unter ihrer Vorstellung, wie was Mukka heißen soll, sich zusammengetan haben, wo jetzt dann bald ab 2024 die Produktion aufgenommen wird. Also es ist dann vielleicht ein bisschen auch noch eine Antwort auf, wie kann man im Kleinen zumindest versuchen, dann irgendwie eigene Vertriebskanäle zu eröffnen. Und dass ein Label eben doch wichtig ist, weil es irgendwie Werte verdichtet, oder? Wo man dann wissen könnte, was man unterstützt mit oder was man kauft, wirklich, wenn man zu diesem Produkt greift. Also ich stimme auch so zu, Wiesenmilch und so weiter, da sind wir wieder am anderen Punkt der Diskussion, wo es dann eben genau auch so ein Marketing-Gag ist. Und wenn ich dann drauf schaue, was bedeutet das wirklich fürs Tier und das ist minimal, dann kann man
eben dann ist das eine Täuschung in meinen Augen wirklich der Konsumierenden, oder? Aber jetzt im anderen Fall, genau, ist das, da habe ich trotzdem, hat ein Label einen Wert, wo die Konsumierenden erkennen können, das ist unterstützenswert. Ich möchte vielleicht zuerst noch diese lang schon bestehende Farbe hier vorne abholen. Ich habe noch eine Frage ans ganze Panel. Was ist Ihre Einschätzung zum Thema STS-Tierwohl-Ranking, wie es zum Beispiel jetzt im BIM gibt? Ist das etwas, was eher in Richtung Greenwashing geht? Oder im Lidl? Im Lidl, ja. Ja, dann ist es Greenwashing. Ja. Das ist eine recht weite Frage. Die Frage ist konkreter, ist das eher schädlich für die Verbesserung des Tierwohls, indem es den Leuten den Eindruck vermittelt, dass man ja nicht mehr machen muss, sondern man da bei einem B unterwegs ist oder so. Oder ist es insgesamt doch eine Reduktion des Schadens, indem man den schlechtesten Produkten immerhin das D ansieht? Also das ist so eine Ampel und da gibt es ein Rot und Rot, das versteht man. Soll auch übrigens, wenn ich es richtig im Kopf habe, mindestens in Deutschland, vielleicht in der Schweiz, abgeschafft werden, dass die unterste Stufe überhaupt noch verkauft wird. Also könnte man damit etwas, ein wenig bewirken. Oder soll man das eher bekämpfen sogar? Also das ist genau ein Teil der Antwort. Für mich, diese Rankings, ich sehe die sehr kritisch und ich glaube aber genau, dass das ganz Schlechte, also wie wir auch erfordern, vom Schlechten weniger, dass man dadurch, dass diese Produkte überhaupt mal nach solchen Kriterien bewertet werden, dann eine Handhabe hat, einen Hebel hat zu fordern, das Schlechte könnte gerade einpacken und oder soll, es gibt einen Ausstiegspfad, wie man es auch immer nennen will, da sehe ich eigentlich den Vorteil. Ich bin gleichzeitig nicht überzeugt, dass wahnsinnig viele Konsumierende wirklich dann auf diese kleinen Sternli oder Farben und so weiter sich wirklich daran orientieren. Vielleicht werden die auch noch größer in Zukunft. Und dann habe ich noch eine ganz persönliche Meinung. Ich finde es irgendwo schon auch ein bisschen komisch, für Tierwohl Sternchen zu geben. Also schlussendlich bestrafen, nicht loben. Ja, also wie meinst du das? Du hast es gesagt, ja. Kleine Sternchen. Ja, genau. Selbstverständlich sein so. Genau. Ah. Ja, es geht so in die Richtung. Und sonst eben das, wieso der Standard wird ja an den falschen Ort gesetzt. Und wieso das Schlechteste ist noch akzeptabel und dann gibt es plus, oder für immer besser. Oder wo ist der Platz? Ja, ich habe dieses System mitentwickelt. Und warum haben wir das gemacht? Weil es hat das Push-System gegeben, oder? Und dort war ja Tierwohl wirklich so rudimentär drin, oder? Aber ich gesagt, mit WDF, da machen wir nicht mit, wir machen was Eigenes, weil es hat kein Besseres gegeben. Und dann wollten wir das auch mit den Großen machen und die haben abgewinkt. Und dann, weil die haben dann schnell mit dem Havel, mit der Hochschule Bern hat Mikro, hat ja der Tierwohl-Check oder? Und die haben, Havel hat dann auch etwas Ähnliches gemacht. Aber uns ist von der Wissenschaftlichkeit her, von der Sauberanalyse das Beste. Weil wir haben da 97 Indikatoren und das wird von Tierschützern, kompetenten Leuten werden die bewertet und die 97 werden zusammengefasst in einzelne Kategorien und dann sagen wir, das unterste, das D, das ist ein No-Go, das ist sowieso, empfehlen wir überhaupt nicht. Das C, das ist akzeptabel und wir empfehlen einfach alles, was A und B ist, also top und okay, das empfehlen wir. Und in dem Sinne hat es schon Sinn gemacht, weil bei den Tierwohl-Kriterien ist es nicht so wie beim CO2, wo man einfach sagen kann, oder Migros hat da beim CO2 haben sie auf dem Klima haben sie einen Check, da können sie einfach messen, CO2, und das können wir nicht beim Tierwohl, das sind meistens qualitative Größen. Und dann denke ich, war es für uns ein Weg, um aufzuzeigen, wo ist mehr Tierwohl drin und wo weniger. Und ich fände es schade,
das war auch für mich ein insgeheimer Wunsch gewesen, dass an diesem runden Tisch, wenn alle da zusammensitzen, dass man sagen könnte, hey, nehmt doch alle das Tirol, STS-Bewertung, nehmt doch das, wir haben das entwickelt, aber die wollten es nicht. Und das wäre eigentlich das Ziel, dass man in der Schweiz nicht jeder Anbieter ein eigenes hat, sondern dass man über die ganze Linie ein einheitliches System hat. Warum wollten Sie es nicht? Weil man das Tier leid danach sehen würde? Nein, das sind unternehmensstrategische Sachen. Migros hat da bewusst gesagt, ja, wir haben jetzt unser eigenes entwickelt, oder? Obwohl sie später angefangen haben als wir. Und Coop hat da getan, so sich geäußert, dass man nicht jetzt da mit Aldi und Lidl zusammen. Lidl hat es jetzt drin und Aldi überlegt sich, und da wollte man nicht mit denen zusammen. Okay. Also, ich möchte einfach dazu vielleicht jetzt auch auf das Risiko hin, dass es dann nicht mehr so Einigkeit herrscht. Ich als Bauer, als tagtäglich mit diesen Tieren auch arbeite und gut versuche zu arbeiten, ich komme dann manchmal auch irgendwie halt in diesen Clinch, wo ich sehe, also nicht jetzt, ich möchte das nicht einfach wirtschaftlich Tierwohl gegeneinander ausspielen, sondern mir geht es dann eigentlich mehr auch um einen weiter gefassten Sinn im ökologisch nachhaltigen Sinn. Ich beispielsweise, und da stehe ich natürlich, da werde ich dann auch zuerst immer krass missverstanden, ich würde die Mutterkuhhaltung verbieten. Und zwar aus Überzeugung, da gibt es natürlich Leute, das ist so ein Potenzial, die sehen dann diese Mutter-Kalb-Beziehung auf der Weide, schönes Wetter, und, weil sonst sieht man es ja nicht, weil man ist nicht draußen. Und dann muss ich dann sagen, ja, das ist schön, aber du weißt, oder nach 9 Monaten ist dann das Kalb weg, oder? Und ich bin wirklich überzeugt, ich vertrete das auch dort, wo ich Einfluss nehmen kann oder möchte, dass genauso das Idyll einer, das in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren aufgebaut wurde von dieser natürlicheren Rindviehhaltung, dass das halt auch genauso falsch ist wie eine einseitige Milchleistungsförderung, ist diese reine Fleischproduktion. Und wenn ich ökologisch nachhaltig eben versuche zu denken als Bauer, das machen einige meiner Kollegen, aber beileibe nicht alle, dann muss ich sagen, eigentlich ist es viel richtiger, wenn ich eine Zweinutzungskuh halte und wenn ich versuche, mit einer Zweinutzungskuh Milch zu produzieren und wenn ich versuche, wenn das Tier dann, sei es die männlichen, die dann doch zu 52% das Nachkommen anfangen, wenn ich die auch noch verwerten kann, sinnvoll, wenn ich die Kuh nach möglichst vielen Jahren eben doch auch noch zu etwas Sinnvollem verwerten kann, dann ist das für mich eben eine bessere Geschichte als die andere. Und da, es gibt viele solche Dinge, die ich eben gerne meinen Konsumierenden auf dem Hof erzähle. Weil auch die Geschichte mit der gebundenen Kälberaufzucht, die ist natürlich, das ist eine politische Geschichte, die ich durchaus verstehe, und da muss man wahrscheinlich auch etwas machen, immer auch Lärm machen, weil es insgesamt doch viele falsche Dinge gibt, aber es gibt auch viele Zwischenformen. Und ich muss einfach daran appellieren, wenn ich als Bauer meine Verantwortung gegenüber Nutztieren wahrnehme, dann habe ich eine unendlich große Verantwortung. Von dieser Verantwortung können wenige etwas verstehen, die das nicht selber in einer Form leben. Es ist beileibe nicht dasselbe wie diese Hundehaltung, die häufig als Vergleich gezogen wird. Also wenn die Hundehalterinnen uns eigentlich erklären, dass wir die Tiere nur halten, weil wir sie töten möchten, dann ist das eben so eine verschrobene Darstellungsweise. Wir haben zum Beispiel auf unserem Hof zahme Tiere. Die Kühe, die Kälber, die Rinder, die sind handzahm. Und es ist unglaublich wichtig für mich, dass eben diese soziale Verantwortung stattfindet. Und genau unter diesem Hintergrund, ich sage es mal ganz krass, ich habe Kühe, die mir vertrauen, dass ich zu ihren Kälbern auch gut schaue.
das weiß ich, sie sind Zeuge, das Kalb ist da, es ist vielleicht kein Gitter dazwischen, da ist die Kuh. Und da möchte ich einfach davor warnen, dass man das immer so auch auf krasse Weise oder auf eine Schwarz-Weiß. Ich weiß, es gibt Leute, die das Bauern, die das falsch machen, denen es scheißegal ist, diese soziale Verantwortung. Die ganze Mutterkuhhaltung und die Extensivierung, Mutterkuhhaltung, Ammelkuhhaltung, die hat halt eine Distanz gebracht zu den Tieren. Die Leute gehen arbeiten auswärts, sie halten die Tiere möglichst fern vom menschlichen Kontakt und das ist falsch. Zu einer guten Nutztierhaltung gehört eine enge Beziehung und eine Verantwortung zum Mensch. Und dann sind viele Stressdinge, auch die letzte, ich meine, ein Beispiel, meine Tiere, die gehen, es ist jetzt krass oder tödlich, aber die gehen mit Freude in den Viehanhänger. Weil sie haben erlebt, zwei Saisons, ist jedes Tier mindestens zwei Saisons oder drei in den Ferien gewesen, im Bündnerland, 4 Monate. Und wenn die das erste Mal gewesen sind, dann springen sie nächsten Frühling in den Camion rein, weil sie sich freuen darauf. Und weil sie das eben, das ist so. Und am Schluss, wenn ich halt auch, heute Morgen haben wir einen Stier geschlachtet, der ging ohne Stress in den Viehwagen, weil ich bin da nicht so gut eingerichtet wie vielleicht einige Bauern, die sich das jetzt aufbauen, diese Hoftötung oder die Weidetötung. Ich habe einen Schlachthof in der Nähe, 10 Minuten von mir, der ist bestens eingerichtet und ich muss schauen, dass mein Tier, dass meine Verantwortung, bis es tot ist, bin ich dabei und das ist eine Verantwortung, die ich übernehme für diejenigen Menschen, die auch ein nachhaltiges oder ein möglichst gutes Fleisch dann essen. Danke für dieses Beispiel, das passt irgendwie jetzt nicht auf ein Label, oder? Nein, das kann man nicht. Ich bin das Einzige. Danke für diesen Input. Wir sind schon etwas über der Zeit. Ich möchte ganz kurz ein Thema noch ansprechen, das ein bisschen im Raum steht. Also, wir haben am Anfang gesagt, 1 Million Menschen haben für die Massentierhaltungsinitiative gestimmt. Das sind auch Konsumentinnen und Konsumenten. Es hat sich aber beim Pro-Kopf-Fleisch nichts bewegt. Er ist genau gleich hoch geblieben und Geflügelfleisch legt eigentlich zu Lasten von anderen Fleischsorten sogar noch zu. Vielleicht jetzt einfach zum Thema Tierwohl nochmal zurückzukommen. Hat sich für die Hühner irgendetwas verbessert seit der Abstimmung? Also für meine Hühner, die leben auf höchstem Niveau und legen ihre Eier. Nein, natürlich nicht. Ich gehöre auch zu einem ganz starken. Meine Bioswiss macht da einen großen Fehler. Die haben aus welchen Gründen auch immer irgendwie dieses Versprechen gemacht, ab 2030 nur noch 2 Nutzungshühner. Ich habe keinen blassen Dunst, wie die das. Dann müssten sie jetzt mal ihre Bio-Eier runterfahren langsam, weil nach meiner Berechnung gibt es dann nur noch die Hälfte Eier oder was eben dann in meinen Augen katastrophal ist. Man braucht dann die doppelte oder die dreifache Menge an Futter, um diese Eierzahl gleich zu halten. Also auch an der Tierhaltung hat sich nichts verändert. Wie sieht das für Pfoten? Wie geht es den Hühnern in der Schweiz? Schlecht. Mal so, wenn man auf die konventionelle Produktion schaut. Also ich finde, man muss natürlich immer noch unterscheiden zwischen Legehühnern und Masthühnern. Das ist genau das Thema, dass man da zwei verschiedene Zuchtlinien verwendet und auch zwei ganz unterschiedliche Systeme hat. Ich würde sagen, insbesondere die Mastbulle, also die Geflügelfleischproduktion ist, eben, da hat sich seit der Initiative, seit der Abstimmung noch nachfolgend nichts verändert. Also dass die Nachfrage gestiegen ist? Und auch da halt einfach, glaube ich, die Realität, in der diese Hühner, die in 35 Tagen hochgezüchtet werden, die eigentlich noch Teenies sind, diese Realität ist, glaube ich, wirklich, da ist der Konsumierende meilenweit entfernt von der Realität dieser Stelle. Und da will ich einfach noch sagen, da glaube ich, haben wir auch ein Problem mit der Landwirtschaft, dass es überhaupt als Landwirtschaft angeschaut wird. Mit dem habe ich Mühe. In meinen Augen ist das dann wirklich, da spreche ich von Tierproduktion, respektive sogar einer Industrieproduktion, die in meinen Augen, oder aus Sicht von Vier Pfoten,
eigentlich in die Industriezone gehört und nicht noch eben auch dann wiederum von landwirtschaftlichen Subventionen profitieren kann. Also, Entschuldigung, ich muss einfach sagen, Demeter hat immerhin, die biodynamische Landwirtschaft in der Schweiz, hat diese Boulets verboten. Genau. Ja. Gibt es nicht mehr. Aber schlimmer finde ich jetzt, das ist ja noch einfach, ist, dass der Bruderhahn eigentlich jetzt als Produkt noch nicht diese Ersatzanerkennung gefunden hat. Und da sind die Großverteiler, die eben diese Demeter-Eier unbedingt wollen, eben nicht im genügenden Ausmaß bereit, dazu zu stehen. Jetzt muss man zu diesen undefinierten 35 Tage alten Gummiadlern, die man eben, das ist ja ein Kriminell, da würde ich sagen, das sind die Großverteiler wirklich kriminell. Als Bauer kann ich nicht verstehen, wenn man zwei Boulets in der Aktion für 99 anbietet, da steht dahinter einfach ein Verbrechen. Das ist gar nicht anders möglich, aus tierethischer Sicht auf jeden Fall. Aber da müssen jetzt die Großverteiler einfach wirklich, das geht eben nicht, das, du bist da vom Fach, irgendwie kann man nicht das Boulet und dann noch etwas anderes, und das wäre das Konsequentere oder das Konsequente aus dieser Eierproduktion, wenn man einen Bruderhahn, eine Antenne verwerfen kann. Auf der anderen Seite bietet man so dass dieses Turbo-Boulet an. Gibt es Tendenzen zur Veränderung in der Geflügelmast? Ja, also ohne jetzt die Zahlen mit diesen Bruderhennen, das lasse ich jetzt mal weg, muss ich sagen, es gibt Veränderungen. Ja, also obwohl ich davon ausgehe, dass in den nächsten Jahren halt tendenziell doch weniger Fleisch gegessen wird, werden mehr Tiere geschlachtet. Und zwar warum? Weil die Leute steigen vom Schweinefleisch auf das Geflügelfleisch um. Und wir essen ja, schlachten 87 Millionen Tiere in der Schweiz, Großteil natürlich Geflügel. Und dann werden noch etwa 45 bis 50 Millionen werden importiert. Also dann sind das 130 Millionen. Und wenn wir jetzt auch weniger Fleisch essen, aber dieser Trend zum Boulet, das jagt die Anzahl Tiere, und das geht ja hier drin, geht es ja um das Tier, oder? Werden noch mehr Tiere. Das ist ja nicht das Boulet, es ist nur die Brust, oder? Ja, genau, genau. Aber wenn wir das Tier anschauen, oder, dann würde ich sagen, dass wir eher noch mehr Tiere brauchen, obwohl wir weniger Fleisch essen. Das ist ja krass. Ja, jetzt schließen wir so den Kreis mit eigentlich der ganzen Argumentation, die es damals gab, für die Massentierhaltungsinitiative also zu stimmen. Jetzt sind wir eigentlich wieder am gleichen Punkt. Wenn Sie, um jetzt in eine Schlussrunde zu kommen, einen Wunsch hätten an die Großverteiler, der ein möglichst großer Hebel wäre, um das Tierwohl zu verbessern. Was wäre dieser eine Wunsch? Der leere Stuhl kann die Wünsche ja entgegennehmen. Vielleicht? Ja, also dass Sie kooperativ und konstruktiv mit den anderen Akteuren zusammen das Thema angehen, weil es muss zusammen. Wenn die nicht wollen und die anderen wollen, dann geht schon nicht. Die Fleischbranche ist so kompliziert, also weil die Tiere ja verschnitten werden müssen und die verschiedenen Fleischstücke dann wieder in unterschiedliche Kanäle gehen, oder? Das ist so komplex, dass das muss eine Branchenlösung sein. Und da müssen die Großverteiler jetzt bereit sein, vorne hinzustehen und sagen, wir wollen, wer macht mit. Und das ist nicht vorhanden, aber es wäre ein Wunsch. Ja. Ein Wunsch, genau. So ein Wunsch. Ein Wunsch. Ich wünschte mir, dass wir von der Politik her halt das von mir aus bis in die Verfassung, dass es eben jetzt darum geht, dass wir für die Zukunft alle Mittel in Bewegung setzen, dass die Lebensgrundlagen erhalten bleiben für nächste Generationen und dass wir eigentlich auch wie vom Gesetz her daran gehalten sind, dass eben auch Großverteiler nicht mehr eigentlich eine falsche Nahrungspalette anbieten dürfen. Und es muss eigentlich mit der Nachhaltigkeit wirklich durchdacht
muss es in die richtige Richtung gehen. Also ich sehe es auch nicht anders. Ich glaube, Freiwilligkeit, das geht erst, wenn es nicht mehr geht, oder? Der dritte Wunsch. Ich formuliere jetzt einen radikaleren Wunsch, obwohl ich mir wünschen kann. Also ich, für mich wäre der Wunsch absolut ein Verbot von Aktionen auf insbesondere Fleischprodukte. Insgesamt Tierprodukte kann man sich überlegen. Ich finde, es geht einfach viel zu stark unter, dass hinter jedem dieser aktionierten Produkte ein Tier steht, ein Tierleben steht, und das ist ein Wert. Und wenn wir weiterhin diese Produkte so verschütten, dann ist das einfach, ich finde das einfach respektlos und unwürdig. Und da haben Sie nach. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Merci vielmals auch fürs Ausharren. Wir haben hoffnungslos überzogen, aber der Akku wird ja nicht kalt. Deshalb danke ich hier all meine Gesprächspartner auf dem Podium und übergebe Naomi nochmal. Ich lade euch ein, noch ein bisschen zu verweilen. Wir haben noch ein Apéro. Und falls ihr diese Diskussion spannend fandet und falls ihr gerne noch mehr von diesen Diskussionen hören und sehen möchten, dürft ihr gerne auf den Tischen, da hat es zwei QR-Codes, die direkt zu den Spenden gehen. Sentience ist eine spendenbasierte Organisation, also wir dürfen unsere Arbeit machen dank euch und dank den Spenden. Und deshalb, falls ihr das möchtet und könnt, nehmen wir dir auch sehr gerne entgegen. Herzlichen Dank und noch einen schönen Apéro.